Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen witzig gemacht. Über die Autofahrer, die einerseits komische Lenkräder haben und andererseits einen riesen Stau provoziert. Mit so einem schönen Baum hier. Ich versuche ihn ja schon wegzuräumen. Ich hätte ihn natürlich auch einfach entasten und tragen können. Da hatte ich gerade keine Lust. Och nö, jetzt macht doch nicht hier so eine Späße. Komm, es hat gerade so gut funktioniert. Das letzte Stück schaffen wir auch noch. Ja, komm. Na. So, jetzt aber. Ihn hier haben wir ein bisschen rüber geschubst und ich glaube, er wird nie wieder wegfahren. Er hier ist eingeschnappt oder zwischendurch eingeschlafen. Fährt auch nicht mehr weiter. Ach Mist. Jetzt haben wir, glaube ich, echt Mist gemacht. Hoffentlich stehen die jetzt nicht für immer hier. Komm, dich schubst mal wieder auf die Straße. Ja, genau, fahr auf zwei Rädern. Stuntman. Na, fahr doch. Ich habe alles weggeräumt. Soll der noch weiter weg? Komm. Fahr. Ach, hat bloß ein bisschen Stadthilfe gebraucht, der Gute. Schön. Du fährst auch und dem geben wir auch nochmal ein bisschen Stadthilfe hier und dann. Los. Na komm, und du auch noch. Jetzt bleibt doch hier nicht alle stehen. Sehr schön. So gute Menschen sind wir. Jetzt werden wir... Wir hatten hier einen Baum, den anderen hat mal gefällt. 9 Stück haben wir ja auf unseren Transportlader bekommen. Auf unseren Lader haben wir 9 Stück bekommen. Das heißt, wir könnten den einen, den wir hier gefällt haben, auch noch entasten. Dann machen wir das Ding hier voll. Und fahren den ganzen Spaß direkt zum Fluss. Danach gucken wir uns mal an, wie viele Europaletten jetzt nun aus den 4 Stämmen geworden sind. Damit wir uns einen Preis pro Baum errechnen können. 72 Schlaf, das ist echt Wahnsinn. Es ist 11.38 Uhr. Huch, was war da los? Naja. Jetzt bleiben die alle stehen. Ach Mist, ich glaube, wir haben es wirklich verkackt. Da wollte ich bloß mal einen Spaß machen und jetzt endet es damit, dass die alle stehen bleiben. Vielleicht liegt es doch noch an dem Baum. Ich hoffe es, wir entasten und zerteilen den mal, bringen das Ganze dann weg. Vielleicht fahren die ja dann wieder weiter. Aber wenn wir Pech haben, haben wir jetzt hier wirklich für immer so eine Barriere drin, dass die einfach alle nicht weiterfahren. Ich bin zu hungrig mit 72 Schlaf. Ach, zu hungrig. Du bist zu hungrig mit 72 Schlaf? Hä? Ja, das war ein bisschen dumm. Ich dachte, es liegt schon wieder. Wir könnten uns eigentlich auch mal ein alkoholfreies. Ach, 45 hat es ja gegeben. Nö. Da würden wir ja verschwenden. Ah, okay, es lag wirklich nur an dem Baumstamm. Sehr gut. Wir haben es doch nicht kaputt gemacht, das Spiel. Aber die da drüben traut sich jetzt nicht mehr. Naja. Mal gucken, ob es vielleicht noch der andere Baumstamm ist oder ob die auch bloß wieder Stadthilfe braucht. Oh, war nur der andere Baumstamm. Jetzt scheint es wieder zu laufen. Ist auch gefährlich, wenn der hier auf dem Stück liegt. Da kann man hier vorne nicht über die Straße fahren. Aber sehr geduldige Nachbarn haben wir, falls es die Nachbarn sind. Zumindest sehr geduldige Autofahrer hier im Dorf. Die fangen nicht mal an mit Hupen. Die warten einfach. Sind anscheinend alle arbeitslos. Und gucken mir gerne bei der Arbeit zu. Stamm Nummer 1. Oh, was ist denn das hier für ein kleines Bitzelding? Okay. Hoffentlich gibt es da nicht nochmal Unterschiede von den Bäumen. Dass dann so ein kleines nur eine halbe Palette macht oder so. Das wäre natürlich doof. Dann könnten wir es uns wirklich nicht richtig errechnen. Aber ich glaube fast nicht, dass das Spiel so weit oder so komplex ist. Ich hoffe es zumindest. Gut, dann haben wir das. Es sind aber erst 4 Stück, ne? Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt schon 6 haben. Also 6 Stück. Stämme, nicht die Aktivität. Na. Oje, oje, oje. Kriege ich den aufgehoben? Ja, okay. Also da drüben, der Baum, der war ganz schön klein, ne? Ist
sehr, sehr dünne Stämme rausbekommen. Der hier hingegen war ordentlich. Und sogar gleich vier. Na komm schon. Ach, was fährt er sich denn die ganze Zeit in diese Baumstämme rein? Das macht natürlich das Spiel, das bin nicht ich. Nicht umkippen. So, und jetzt nach rechts und... Ja, danke. Nein, nicht wieder auf den Stamm. Okay. Na, dann fahren wir die jetzt erstmal alle zum Fluss. Und dann schauen wir mal an unserer schönen Fabrik vorbei, also dem Sägewerk. Ach, und wieder ein verloren. Ich verstehe das nicht, warum die da manchmal runterfallen. Ich meine, was soll ich denn machen? Rückwärts fahren geht gar nicht. Fährt er sich komplett fest? Na gut, dann bleibt der eine jetzt liegen. Nehmen wir bei der nächsten Ladung mit. Hier wartet schon wieder die erste Palette. Das gefällt mir sehr gut. Und wieder richtig schön reinfahren. Großer Bogen, damit wir nicht hängen bleiben. Perfekt. Besser hätte man es doch gar nicht machen können. Ich frage mich, wie der das sieht. Ne, der guckt die ganze Zeit nach vorne. Aber kein Problem für ihn. Wir sind halt der geborene Holzfäller. Da brauchen wir gar nicht hingucken. Wir wissen genau, oder? Der hat ein kleines Display vorne drauf, was ich bei der alten Technik aber nicht vermute. Und hier nochmal. Sehr gut. Macht euch alle auf den Weg, meine kleinen Babys. Oh, wir haben ja hier noch das kleine Ding. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Und damit passt es. Dann lasst uns mal zum Sägewerk fahren. Wir schauen, wie viele Paletten wir jetzt haben. Und dann könnten wir ja eventuell... So, nee, wir können noch keine Fahrt machen zum Holzverkauf, weil die ja noch nass sind. Wir müssen doch noch mal eine Woche schlafen. Aber es ist ja an sich nicht schlimm, wenn wir eine Woche schlafen. Also wir haben ja nichts, was Zeitdruck hat. Außer jetzt diese Quest mit James. Da meinte er ja, wenn ich schneller mache, dann gibt es mehr Geld oder mehr Belohnung. Aber da haben wir uns ja eh dazu entschlossen, dass die noch ein bisschen warten muss, damit wir den LKW weiterhin benutzen können. Dann schlafen wir einfach nochmal eine Woche, sammeln die ersten Bretter, die trockenen Bretter ein, packen die auf den LKW, verkaufen den Spaß und auf dem Rückweg, ich hoffe ja mal, dass der LKW ein bisschen schneller fährt als eine 30, und auf dem Rückweg gucken wir mal beim Autoverkäufer nach, was uns denn so ein Teil hier kosten würde. Vielleicht können wir auch zur Bank und holen uns einen Kredit. Mal schauen. Eine Palette haben wir. Da ist Nummer 2. Wir müssen unbedingt mitzählen oder ich muss mitzählen. Na komm. Jo. Es klappt mittlerweile immer besser. Ich kann jetzt schon rückwärts fahren und gleichzeitig Palette nach oben. Multitasking ist da. Na komm. So, Palette Nummer 2. Und es kommt keine neue nach. Also 2 Holzstämme für eine Palette. War also richtig, was ich vermutet hatte. Eine trockene Palette bringt 300 Euro. Und wir kriegen meistens 3 Stämme raus aus so einem Baum. Das heißt, ein bisschen was über 300. Also nicht ein bisschen was, sondern 450 Euro. Nicht richtig? Ja, bin richtig. 2 Stämme. Eine Palette 300 und dann nochmal ein Stamm, sprich halbe Palette, sind 150 Euro. Also ist so ein Baum 450 Euro wert. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Die nächsten kommen ja dann bestimmt bald angeliefert. Wir gucken jetzt nochmal ganz schnell, aber wir haben ja immer noch keinen Tag rum. Es ist gerade mal 13 Uhr. Und die hängen alle noch bei 22,20, also etwas über 2 Tage. Bin mir nicht sicher, ob sich die Fahrt jetzt lohnt, wenn wir bloß die ersten Paletten nehmen. Es ist ja doch schon ein ganz schöner Weg. Wir müssen hier runter. Ist schon ein ganzes Stück. Oder ich schlafe jetzt einfach eine Woche und 3 Tage. Könnten wir halt auch machen, dann wären die alle trocken. Ist aber auch die Frage, wie viel kriegen wir hier drauf?
zwei übereinander stapeln wird nicht klappen. So hoch kommen wir mit dem Gabelstapler nicht. Das heißt, wir kriegen zwei Paletten nebeneinander. Und von der Länge her wahrscheinlich dann 1, 2, 3 Mal. Also 6 Stück kriegen wir höchstwahrscheinlich bloß weg. Wie viel haben wir jetzt, die so halb trocken sind? 4 Stück. Und hier drüben 5. Nee, dann schlafen wir jetzt bloß 2 Tage. Wenn wir sowieso nicht alle wegkriegen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Lasst uns schnell rüber zum Häuschen laufen. Auf jeden Fall schon wieder gut was gefällt hier. Die Straße ist auch wieder frei. Kriegen keinen Ärger mit den Nachbarn. Also alles im Lot. Mal schauen, was wir mit der Werkstatt noch machen müssen. Ich hoffe, dass die Geräte von uns und vor allem auch die LKWs und PKWs nicht so schnell kaputt gehen. Dass die ständig in der Werkstatt sind, kostet alles Zeit und Geld. Beide Sachen, die wir nicht haben. Einmal schlafen. Mal gucken, ob wir uns direkt wieder ins Bett legen können. Ja, geht. Aufstehen, kurz auf Toilette, weiter schlafen. Alles kein Problem. Gut, also das scheint zu funktionieren. Das ist doch eine schöne Sache. Dann ist das mit der Zeit ja alles gar nicht so schlimm. Wir können die einfach verschlafen. 15. Juli. Schnell wieder raus hier. Und dann müssten doch hoffentlich die ersten Paletten trocken sein. Zumindest die ersten 5. Vielleicht noch 1 oder 2, das könnte passieren. Also 1 oder 2 Punkte. Wegen Feuchtigkeit. Und dann fällen wir hier notfalls noch 1, 2 Bäume. Dann wird das schon. Ein schöner Sonnenaufgang ist mal wieder da. Das Spiel fängt schon wieder etwas an zu ruckeln. Es tut mir sehr leid. Aber es passiert halt doch relativ selten und ich möchte nicht die ganze Zeit schlechtere Grafikqualität haben. Weil es halt auch am Spiel liegt. Es kann auch sein, dass es selbst mit schlechterer Grafik immer noch so läuft. Es ist halt nicht mein Computer, sondern leider dieses Spiel hier. Bin ich zumindest mal relativ sicher, weil andere Spiele mit krasserer Grafik laufen genauso. Also laufen nicht genauso, sondern laufen flüssig. Mit 200 Bildern pro Sekunde. Also denke ich doch mal nicht, dass das Spiel hier was mit 60 Frames läuft, wenn überhaupt. Sieht teilweise nicht mal aus wie 60. Müsste ich mal nachprüfen, dass das meinen Computer überfordert. So, genügend gequatscht. Feuchtigkeit 3. Na super. Ein Tag hat 24 Stunden. Also in der Regel, ne? Und 10 Punkte gehen pro Tag weg. Das bedeutet, wenn ich jetzt Mathe könnte, könnte ich ausrechnen, wie viel das pro Sekunde ist. Nee, Spaß beiseite. Aber das heißt, dass wir pro Stunde, naja, nicht mal ganz einen halben verlieren. Ja, weil 24, die Hälfte wäre 12. Das heißt, nicht mal ganz ein halber Punkt. Sprich, es sind noch über 6 Stunden. Was wir brauchen. Und die hier unten haben ja sogar 4. Ach Mist. Ach wisst ihr, dann schlafen wir einfach nochmal eine Runde. Wir sind ja mit dem LKW schon hierher gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie schnell war denn das Ding. Schon wieder ein paar Tage her von der Aufnahme. Tut mir leid. Ich habe es vergessen, aber werden wir bald sehen. Wir schlafen jetzt einfach noch eine Nacht, egal. Einen Tag mehr oder weniger, auf den kommt es hier nicht an. Ist halt die Frage, ob Onkel und Tante uns dann ansprechen nach einer gewissen Anzahl an Tagen. Ob wir nun hier bleiben oder nicht. Oder ob die das einfach schon für selbstverständlich sehen. Dass wir uns um alles kümmern und die den ganzen Tag nur da sitzen und quatschen. Komm, schlaf noch mal eine Nacht. Und dann haben wir es doch endlich geschafft. Die ersten Paletten sind trocken. Wir können unser erstes Geld verdienen. Ich bin sehr gespannt. Darauf haben wir ja schließlich auch lange für gearbeitet, um endlich die ersten trockenen Bretter zu haben. Vor allem auch, um herauszufinden, wie alles funktioniert.
weil das Spiel ja leider gerade in der letzten Zeit nicht so wirklich Lust hatte, uns Sachen zu erklären, bin ich doch sehr stolz darauf, dass wir das alles rausgefunden und ermittelt haben, denn wir sind Detectives, Holzfäller-Detectives, sind eigentlich undercover hier. Das Finanzamt schickt uns, weil Tante und Onkel vermutlich Steuern hinterziehen. Deswegen haben wir uns von den Steuergeldern ein rot-schwarzes Holzfällerhemd gekauft, sind hierher gefahren und bespitzeln eigentlich die ganze Zeit. Ja, ich überlege, ob ich den LKW nochmal umparke. Ja, ich parke den nochmal schnell um, damit wir hier ein bisschen mehr Platz für unseren Gabelstapler haben. Okay. So, Essfeuchtigkeit 0 kann verkauft oder für spezielle Zwecke verwendet werden. Trockene Bretter ergeben bessere Preise. Ja, das wissen wir ja schon. Ist halt die Frage, ob man jetzt auch mit 10% Feuchtigkeit verkaufen kann. Dafür trotzdem noch einen besseren Preis kriegt als mit 50%. Aber halt nicht ganz so geilen Preis wie mit 0. Müssten wir alles mal ausprobieren. Aber wir lassen die einfach trocknen. Wie gesagt, die Zeit ist ja nicht schlimm. Wir verbrauchen ja jetzt auch nicht täglich Geld, dass wir... Ah, okay, sehr schön. Der macht die dann automatisch richtig rum drauf. Ich hatte schon Angst, dass ich hier richtig jonglieren muss und wir zwischendurch auf der Fahrt noch verlieren. Also hier Paletten verlieren. Ja, also die Zeit ist ja an sich wirklich aktuell egal. Ich weiß nicht, ob da noch ein Faktor dazukommt. Oder ob es im Spiel darum geht, dass wir dann zum Jahresabschluss mehr Umsatz gemacht haben als alle anderen. Aber momentan ist die Zeit relativ... Also ja, die Zeit ist relativ, aber die Zeit ist relativ egal. Darum verstehe ich nicht, warum wir jetzt anfangen sollen. Warum nimmt denn der das untere jetzt nicht auf? Komm schon. Hä? Was ist hier los? Jetzt aber. Guck, perfekt. Hier drauf und runter und einfahren und Enter. Und der nimmt es nicht auf. Hallo, was ist hier los? Komm, fahr nochmal runter. Wenn was nicht klappt, immer erstmal runterfahren und neu starten hilft meistens. Los. Nimm jetzt das Ding hier. Sind wir immer noch... gut, wir sind vielleicht noch ein Stück zu hoch, aber... Ach, wir können die Paletten nicht mehr aufnehmen. Die obere geht, aber die untere will nicht. Oder beide unteren. Ja, also, für mich macht es keinen Sinn, feuchte Bretter zu verkaufen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Warum sollten wir denn Geldeinbuße machen, wenn wir einfach zweimal uns eine Woche ausruhen und damit... Ah, dann geht's einfach ganz unten haben und dann einfach ein Stück dagegen fahren. Moment, jetzt, okay. Ah, wir legen uns einfach zweimal hin für eine ganze Woche und verkaufen die dann trocken. Mal schauen, eventuell hat es ja noch einen Sinn, die Zeit im Spiel, dass wir eventuell doch Zeitdruck kriegen oder wir Mitarbeiter anstellen, die dann doch monatliche Kosten aufbringen. Aber solange das nicht der Fall ist, hauen wir uns einfach die ganze Zeit richtig lange ins Bett. Okay, 4 und 2 gehen noch, aber ich glaube, wir hatten ja bloß noch eine, die trocken war. Lasst mich mal kurz gucken, aber ich glaube, hier war bloß noch eine drin. Ach, jetzt zeigt es das nicht an, wenn wir im Gabelstapler sitzen, ne? Das ist ja praktisch. Drüben. 71, 0, okay, die oben rechts. Finde ich ein bisschen schade, dass man es nicht sieht. Also, hätte man ja eventuell so machen können, dass dann die trockenen Paletten ein Stückchen heller sind. Gerade wenn man es vom Gabelstapler aus nicht sieht, ist halt doof, dass man jedes Mal absteigen muss. Nummer 5 packen wir drauf und dann machen wir uns endlich auf den Weg und verkaufen unsere ersten selber gefällten, geschnittenen und getrockneten Bretter. Ich freue mich. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen handeln im Preis. Sagen, das sind die besten Bretter weit und breit. Vielleicht klappt es. Hier unten war's. Wir machen uns den Stern hin. Wir fahren die Straße, auf der wir jetzt sind, hier vor an unserem Häuschen vorbei.
und nach dem Gemischtwarenladen einmal links über die Brücke und dann eigentlich nur noch geradeaus. Okay. Kann die aufnehmen jetzt hier damit? Nee, wir probieren das jetzt nicht aus. Oh, wir müssen es ja auch wieder hinstellen können, oder? Ah, okay. Abwerfen, alles klar. Ja, der LKW, der lässt sich relativ gut fahren. Der ist auch sehr wendig. Dafür, dass... Was haben wir, der fährt fast eine 70. Sind wir das letzte Mal schon so schnell damit hier durchgeknallt? Kann ich mir... Ich weiß es gar nicht mehr, aber der fährt der schneller als unser Pickup. Obwohl der voll, also fast voll beladen ist. Cool. Dann dauert es ja doch gar nicht so lange. Sehr schön. Ich hatte schon Angst, dass wir jetzt Ewigkeiten fahren. Und die Folge ist schon wieder rum, sehe ich gerade. Ach Mist. Ich wollte mit euch eigentlich in der Folge noch den Spaß hier verkaufen. Aber das sehen wir dann wohl doch erst in der nächsten. Vielen lieben Dank erstmal fürs Zuschauen. Abo wäre natürlich ein Traum. Vielen Dank für jeden, der es macht. Und dann sehen wir uns morgen 20 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.